Schaut mal, was ich da gefunden habe, eine Grotte. Da werde ich jetzt direkt mal reingehen. Erstmal richtig ausrüsten. Na, aber dann, ich möchte ein Drachenschild. Das hier ist echt, das ist eins, das ist ein ultimatives. Das macht zwar relativ, na gut, so wenig auch nicht. Ich glaube 16. Das macht 16 Schaden, macht aber dazu erst einmal 40 Elektroschaden sofort. Danach fügt es noch pro Sekunde, das dauert zwar nicht sehr lange an, auch nochmal Schaden zu durch Blitze. Manchmal fallen sie sogar direkt um. Und ich weiß nicht, warum ich das jetzt so gesagt habe. Aber ich mag die Musik von Skyrim, die ist schön. Sehr, sehr angenehm. Teilweise erinnert mich das ein bisschen an Spellforce 2. Aber es ist eine wunderschöne Musik, finde ich. So. Hau mal rein, ne? Schöne Shadowzeit gegeben hast. Wer hast du das nur? Hust, hust. Nein, was ist das denn hier? Ich will. Das sind jetzt, wollen die mir. Soll ich etwa gegen Spinnen kämpfen? Ist doch lächerlich. Zack. Komm, ich mach. Ich mach. Oh, du hältst einiges aus. Schön. Oh Gott, komm, stirb einfach. Du bist Vieh. Kommst du? Du kannst auch eine ordentliche Waffe nehmen, zum Beispiel eine, die ich dir gegeben habe. Mädel, ich sag's dir. Nimm was Ordentliches. Na, meinetwegen. Komm, wenn du schon so hast. Wenn du jetzt ja schon einen auf Bogenkämpfer machen willst, dann gebe ich dir meinen. Ja, komm. Hier kriegst meinen. Du bekommst meinen. So. Auch auf einmal wieder, hä? Ach Mann. Na. Wer da? Was? Vampir? Wow. Gleich mal exekutieren, würde ich sagen, ne? Was haben die denn bei sich? Großschwert, sehr gut. Ach. Noch da? Schöner Bogen. Vampir. Blutiger Schädel. Aber ich kann ich irgendwo lang? Ja. Ja. Ich nehme mir das Schwert. Hier dieses Tor. Dieses Zwergen. Diesen Zwergen zu ändern mit Feuer und so. Was ist das denn hier? Was ist. Sieht aus wie so ein Kult hier. Na dann. Hau ich rein, ne? Hallo? Ich höre doch was, wo? Mal, was ist, seid ihr denn eigentlich für, was seid ihr eigentlich für Typen? Ihr macht mir schon ein bisschen Angst, so wie ihr aussieht. Was ist denn? Was ist ein Foto oder was ist denn das? Gibt's irgendwas Brauchbares? Geld? Ne, ist ein Schädel. Laterne wollte ich gerade mitnehmen, aber geht nicht. Die ganze Masse, was ist denn das hier? Irgend so eine Sekte kriegst du Clan. Ach, eine Opferungskammer. In Nord. Ja. Noch mehr Nord. Habt ihr irgendwas mit? Nein, keiner von euch. Redguard. Naja, Geld. Hä? Ich verstehe die Welt. Geh mir aus dem Weg? Mädel. Na, geht's auch weiter. Ich dachte schon, Vorsätze. Wäre ja ein bisschen kurz gewesen. Na, meine hübsche, ich weiß gar nicht, was das ist. Komm, kannst du stecken lassen, du. Oh Gott, die haut ja ganz schön rein. Oh, mehrfach. Ich muss auch dazu sagen, das ist nämlich gar nicht einfach.
Es tut mir leid, das wollte ich natürlich nicht. Was haben wir denn hier alles? Kleidung, Kleidung, Kleidung. Okay, das geht. Ich habe zwar genug Geld, eigentlich brauche ich die ganzen Zeugs hier eigentlich gar nicht. Geld? Willst du was haben? Möchtest du Geld haben? Noch. Dann halt nicht. So. So viele Wege. Ich weiß gar nicht, wo lange ich gehen muss. Ich finde mich wahrscheinlich nie und nimmer mehr hier zurecht. Schaut euch das an. Was willst du dagegen machen, hä? Ich glaube, hier kommen Spinnen. Hier hängen Spinnen, deswegen kommen Spinnen. Oder irgend so ein Cthulhu-Vampir-Clan-Typ. Krank? Trank, Trank, Trank. Nix dran. Was? Something out there. Ja, toll. Wumms. Einmal auf die Rübe. Vampirstaub. Vampirrüstung. Interessant, interessant. Nehme ich mal mit. Man weiß ja nie. Sandstorm. Okay, nehme ich mit. Irgendwas Interessantes da? Nein. Rumtüptel, das wird eine überzogene Folge. Möchte ich mal so anmerken. Also, wer keine Lust mehr hat, sollte jetzt abschalten. Das wird sehr lang. Ne, war ich nicht hier gerade? Bock, Mann! Klar, ich war hier gerade. Ich bin einmal im Kreis gelaufen. Na dann! Da oben bin ich rausgekommen, dann gehe ich jetzt hier die Treppe hoch. So. Wo ist denn jetzt eigentlich die Lydia? Sag bloß, ich hab die jetzt schon wieder verloren. Ne, da ist er ja. Cool. Aber ich sehe rote Punkte. Ihr wollt mich doch verarschen, als ob ich hab. Ich mach erstmal hier Level up, damit ich die vielleicht noch genug Magie habe für einen neuen Spruch. Magie. Upgraden. So, was werde ich denn upgraden? Ich werde einhändig upgraden, damit ich vielleicht zweihändig Sachen benutzen kann. Das geht ja noch gar nicht. Ich muss erstmal das upgraden. Und jetzt Destruction. Leute, ich krieg euch, ihr habt keine Chance. Wow. Was? Da ist noch einer. Das hätte man mir. Oh, in Rot. Wow. Mir hätte doch jemand sagen können, dass da noch jemand ist. So. Dafür, das wird dir bestimmt gefallen, nehme ich mir deine Seele. Du denkst nicht, dass das gegen mich machen kann. Doch keiner. Zack. Komm her, komm. Du stirbst in 3 Sekunden. Hä? Resistenz dagegen oder was? Jetzt habe ich deine Seele aufgesaugt. Was willst du dagegen machen? Amulett. Ja. Lydia, du kannst nachkommen. Sie sind weg. Kommst du? Na komm. Sei ein braves Mädchen. In den Dragonbane. Ne, ich nehme dieses Geisterschwert wieder. Kann ich meine. So, was haben wir denn hier? Wir haben ja Potion. Alchemie. Habe ich. Ich habe eh nicht keine Sachen. Ich habe keine Sachen. Nee. Ja, ich. Ich nehme was mit hier. Ich kann es aber später gebrauchen. Eine Kiste. Yay! Okay, Gold. Claire Bouillon, schau die Part. Ach so, ja. Ach, ne. Okay, komm, geht weiter.
Dungeon, 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 Dungeon. Das wird Skyrim wird so Dungeon-Spiel. Dungeon. Ach, der hat mich schon gesehen. Da sind wir auch mal ganz schnell. Drück ab, Mann. Was? Rippen? Ach, das kann man nicht unendlich lang benutzen. Okay. Aber dich hol ich. Deine Seele hol ich mir. Zack. No soul games large enough. Achso, okay. Gold. Ich wusste gar nicht, dass ich dich aufladen muss. Dann nehme ich mal die hier. Geld. Was habe ich denn da hinter mir herhängen? Hat die mir irgendwas angehängt oder was? Oh, eine Kiste. Ich werde den Vampir-Clan auflösen. Nee. Noch hier irgendwas? Ein Trank? Tetrabook. Oh, das interessiert mich. Das lese ich mir später mal durch. Aber sonst nothing to do here. Fackelümpel. Oh Gott. Oh, ich finde hier nie mehr raus, Mann. Ich denke, das war ein Fehler. Ach nein, das war's schon. Hier war... Oh Mann, das war ein relativ kurzer Dungeon. Schade. Sehr schade. Das hätte Potenzial gehabt. Das sind nämlich hier diese Detra. Das sind irgendwelche so Dunkelheitsfürsten. Das sind die Anhänger von denen höchstwahrscheinlich. Schade. Da könnte man deutlich mehr rausholen aus so einer Sache. Hier oben sind noch die Opfer. Haha. Ihr hättet mich nicht angreifen dürfen. Hättet ihr mich in Ruhe gelassen, hätte ich euch auch in Ruhe gelassen. Aber ihr wolltet ja nicht hören. So, nee, das gibt lasse ich da, das brauche ich nicht. Tja, ne? Beim nächsten Mal erst nachdenken, dann handeln. Und ja, schöner Stahlhammer. Nicht, ich stehe sowieso nicht auf Stahlhämmer. Ich bin eher so der große, mächtige Kriegsaxt-Typ. Also, dann war es das mit dieser Folge. Wir haben den Cthulhu-Tetra-Clan ausgelöscht, zumindest einfach in den ihren Außenposten. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Ciao, bis dahin. Viel Spaß.